Hallo, ich bin Benjamin von Enermax. Ich bin hier auf der CeBIT und habe PC Max zu Besuch und möchte euch unser neuestes Netzteil vorstellen, den Nachfolger der bekannten Triathlon-Serie, also unser neuestes Langläufer-Netzteil. Der Name ist Max Pro. Das wird es geben in 4 Wattstufen von 400 bis 700 Watt. Diese Netzteilserie ist 80 Plus zertifiziert, 80 Plus 230 Volt. Das heißt, das ist eine spezielle EU-Version, speziell entwickelt für europäische Endkunden. Das heißt, wir haben viel Wert auf die Lautstärkeentwicklung dieses Netzteils gelegt. Im Vergleich zur Triathlon-Serie haben wir eine neue Lüftersteuerung integriert. Wie für ein Netzteil, was für den europäischen Markt gemacht ist, zu erwarten ist, haben wir viel Wert auf die Lautstärkeentwicklung gelegt. Das heißt, wir haben die Lüftersteuerung überarbeitet und wir verwenden nun unser bewährtes Twister-Lager, das patentiert ist und das eben dafür sorgt, dass der Lüfter geräuscharm sich dreht, ohne Nebengeräusche. Die Lüftersteuerung sorgt dafür, dass das Netzteil bis 50% Auslastung mit maximal 500 Umdrehungen läuft, sodass es eben ja, praktisch lautlos ist, bis 50% Auslastung, was für viele deutsche Endkunden sehr wichtig ist. Darüber hinaus hat das Netzteil ein komplettes Sicherungssystem. Das heißt, alle Sicherungen sind mit an Bord, die wichtig sind, angefangen von der Überstromsicherung, OCP, über Überlast, Unterspannung, Überspannung etc. Also ist alles vorhanden, was man eigentlich auch bei einem Netzteil erwarten würde. An Kabeln ist auch alles vorhanden. Wie man sieht, sind sie alle schön gesleeved. Man hat 2 Grafikkartenstecker bis 3 Grafikkartenstecker, je nach Modell. Ja, was kann man noch sagen? Das Netzteil wird ungefähr 50 Euro kosten in der 400 Watt Version, bis hoch zu 75 Euro für die 700 Watt Version und wird bereits ab nächster Woche im Handel sein.